Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Gran Turismo Sport, der Road to GT7 Serie, Runde Nummer 3 hier in Spielberg in Österreich auf dem Red Bull Ring. Auf der Kurzstrecke, ja, mit den Racing Cards, wie schon angekündigt, über insgesamt 20 Runden. Wir haben hier 10-fachen Reifenverschleiß, aber ja, wie ich in den Training-Sessions gemerkt habe, ist das bei den Cards eigentlich irrelevant. Wir haben hier die weiche Mischung, die ja als einzigste zur Verfügung ist. Wird ohne Boxenstopp gefahren, von dem her wird es sicherlich ein spannendes, spaßiges Rennen, hoffe ich. Geht von P5 hier ins Rennen, genau. Wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen, ich hatte aber leider im Qualifying einen Patzer und musste dann nochmal neu anfangen und am Ende ist mir dann die Zeit ausgegangen. Aber P5 ist okay, schauen wir mal, wo es am Ende hingeht. Ja, liebe Zuschauer, so sehen die guten Racing-Cards aus. Sind nicht ganz einfach zu fahren, vor allem mit Lenkrad. Aber das wird auf jeden Fall. Pole Position ein Engländer. Auf der 2 ein weiterer Engländer. Ja, von den Rundenzeiten her sind wir hier alle sehr eng zusammen. Auf der 3 auch ein Engländer. Auf der 4 haben wir einen Fahrer aus Holland. Ja, und dann komme schon ich im roten Racing-Card auf der 5. Auf der 6 haben wir einen Fahrer aus Ungarn. Auf der 7 einen Fahrer aus Russland müsste das sein. Auf der 6 ein Italiener. Auf der 9 ein deutscher Fahrer. Auf der 10 ein Fahrer aus Frankreich. Auf der 11 ein Fahrer aus Polen. Ja, auf der 12 ein weiterer deutscher Fahrer. Auf der 13 ein Fahrer aus Spanien. Auf der 14 noch ein weiterer deutscher Fahrer. Auf der 15 ein Italiener. Auf der 16 ein Spanier. Und auf der 17 haben wir noch einen weiteren Fahrer aus Frankreich. Auf der 18 ein Fahrer aus Tschechien. Auf der 19 ein weiterer Fahrer aus Spanien. Ja, und auf der 20 haben wir noch einen Spanier. So, gleich geht's hier los. Ich hoffe hier wirklich auf ein gutes Rennen, nachdem die ersten beiden Runden dieser Serie nicht so super waren. Ja, viel Spaß Leute beim Zuschauen. Und los geht's. Ja, mit am schwierigsten ist hier wahrscheinlich Kurve 1, die sauber zu erwischen. Unterwegs der Kollege aus England. Eieiei. Jetzt kommen natürlich die von hinten. Das war jetzt eher suboptimal. Tja, so schnell kann es gehen. Keine gute erste Runde. Entschuldigung. Ja, so schnell landet man auf P8. Aber das Rennen hat gerade erst angefangen, glücklicherweise. Vorne wird noch einer abgebremst. Müsste der Fahrer aus Russland sein, wenn ich es richtig sehe. Ja, so ist es.
Track Limits. Wenn die ordentlich bestraft. So, Runde Nummer 3. Cowboy hier, der Fahrer aus Russland. Wahnsinn. Und wieder Platz verloren. Runde Nummer 4. Geschenkt wird einem hier definitiv auch nichts. Wahnsinn! Na ja, wenigstens ist es jetzt mal zu meinen Gunsten ausgegangen. P7, Runde 5. Ja, das wiederum nicht. Wahnsinn. Kleinste Fehler wird hier sofort bestraft. Wahnsinn! Unfassbar! Runde 6, noch auf P9, jetzt nicht mehr. Ja, Wahnsinn! Schwierig, schwierig! Ja, P10, also noch weiter sollte ich nicht zurückfallen. Man bedenkt, dass ich von P5 gestartet bin. Im Moment kann ich nur Fehler von anderen hoffen, aber ich muss erst mal selber schauen, dass ich keine eigenen Fehler mehr mache. Runde 7. Allerdings 7/10 Rückstand auf den Fahrer aus Frankreich vor mir. Ja, wir kommen in Runde Nummer 8. Geht hier Schlag auf Schlag, sind kurze Runden. Ja.
Oh, da war einer draußen. Ich wollte gerade sagen, es passiert gar nichts mehr, aber der war aus Holland, war im Kiesbett. So, wieder eine Position gut gemacht. E9, Runde 9. Nicht sicher, ob ich in Kurve 1 von dem Franzosen getroffen wurde hinten oder ein bisschen angeschoben wurde. Aber ich habe die Kurve sowieso nicht optimal erwischt. In dem Fall will ich da jetzt nichts Falsches behaupten. So, dann habe ich erstmal ein bisschen abschütteln können, 2 Sekunden. Runde 10. An der Spitze haben wir einen Engländer, auf der 2 den Fahrer aus Ungarn, auf der 3 noch einen Engländer. Das waren die ersten 3 im Moment. Ja, 2,3 Sekunden Rückstand. Definitiv einiges. Runde 11. Ja, aktuell immer noch P9, unverändert. Oh, da vorne hat der Italiener sich eine halbe Sekunde eingefangen wegen Track Limits. Könnte mir helfen beim Rankommen, Runde 12. Ja, aber dadurch, dass ich jetzt wieder ein bisschen Zeit auf den Italiener verloren habe, macht es für ihn jetzt keinen Unterschied, dass er da ein bisschen abgebremst wurde. Runde 13. Sich alles so ein bisschen eingependelt hier. Da waren die ersten Runden richtig wild dagegen.
2,5 Sekunden Rückstand auf den Italiener vor mir. Und jetzt war nochmal eine persönliche beste Runde fahren. Ich bin einfach in Kurve 1 vielleicht ein bisschen zu vorsichtig, aber in den Trainings bin ich da öfter abgeflogen. Ja, rückblickend betrachtet muss ich sagen, im ersten Renndrittel habe ich doch wieder sehr viel Pech gehabt irgendwo. Ich würde jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter vorne hier mitfahren. Aber noch ist nicht vorbei. Wir haben noch ein paar Runden. Vielleicht passiert noch was. Runde Nummer 15. Das erinnert mich irgendwie an mein Trainingsrennen, so die ersten 5 bis 8 Runden ging es ordentlich zur Sache und dann ist man eigentlich hinterher gefahren. Sekunden Rückstand auf den Italiener vor mir, immer noch viel zu viel. Runde 16. Strafe für den 7-Platzierten und 8-Platzierten. Jetzt los. Okay, so geht's auch. Hat das Rennen verlassen. P8 heißt es für mich jetzt. Ja, Runde 17. Spitze unverändert, die ersten drei, immer noch wie vorhin, England, Ungarn, England. Ja, Runde 18. Oh, der Fahrer aus Ungarn hat die Führung übernommen, sehe ich gerade. Ja, wir kommen in Runde Nummer 19. Neigt sich so langsam dem Ende hier zu. Sechs Sekunden Rückstand auf meinen Vordermann.
was war da? Es sah gerade irgendwie so aus, als wäre der Siebtplatzierte im Kiesbett gewesen, aber war vielleicht auch ein Übertragungsfehler, wer weiß. Auf jeden Fall fährt er noch vor mir. Ja, auf jeden Fall habe ich 7 Sekunden Vorsprung auf den 9. Platzierten hinter mir. Das ist komfortabler Abstand. Ja, wir sind in der letzten Runde noch einmal um diese Kurzstrecke hier. Wenn man bedenkt, was am Anfang alles los war und wie viele Fehler ich noch gemacht hatte, ist P8 sicherlich ein gutes Ergebnis. Trotzdem muss ich sagen, es wäre mehr drin gewesen, auf jeden Fall. Definitiv. Aber bin ich trotzdem zufrieden mit P8. Kann man nicht meckern. Für das, dass ich meine Zweifel hatte, ob ich es überhaupt fahren soll, kann ich zufrieden sein. Hier in Österreich, P8. Ja, liebe Zuschauer, P8, wie schon gesagt, 65 Punkte. Ist, glaube ich, sogar das beste Ergebnis von den 3 Rennen, die ich jetzt hier hatte. Ja, weil die ersten 2 auch nicht wirklich gut waren, muss man dazu sagen. Ja, war ein solides Rennen, muss man sagen. Wie gesagt, Hauptsache in den Top 10 gelandet und am Schluss ist sogar noch P8 geworden. Bisschen schade, weil ich ja von 5 gestartet bin, aber nehme ich so mit, lasse ich so stehen, auf jeden Fall. Wir schauen mal kurz. Ja, wie schon gesagt, 65 ist jetzt keine Riesenpunktzahl, aber es ist dennoch die beste aus diesen 3 Rennen. Wir sind nächsten Samstag Runde 4. Ja, es ist ein Gruppe 4 Rennen, das freut mich, aber wie schon bei meiner Saisonvorstellung gesagt, Alsace Dorf ist jetzt mal nicht so meins, aber ich werde es auf jeden Fall antesten, vielleicht fahre ich es ja doch, wenn es in den Trainings ganz gut läuft, wir schauen einfach mal und ja, eventuell kommt dann auch hier wieder ein Video nächsten Samstag. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es gefallen, wenn ja, dürft das Ganze natürlich sehr gerne abonnieren. Damit ihr keins meiner Videos verpasst, ihr dürft gerne ein Like da lassen, wenn ihr möchtet, oder einen netten Kommentar schreiben. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, keep racing, habt ein schönes Wochenende, bye bye, ciao.